Es wird fehlschlagen. Es wird fehlschlagen, ich sag's einfach. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zu der kleinen Stadt auf den 90er Maps. Und wir gehen da wieder zu Typen, der umwandeln kann, aber wir wandeln diesmal nichts um, sondern wir versuchen was zu appen. Oder ist das Umwandeln? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt, einen PvM-Gürtel zu machen. Wir haben ja in der Gilde ein paar. Was, bei dem oder bei dem? Ah, bei dem. Oder? Ja. Wo haben wir denn? Stark gegen Monster. Okay. Ja, wir haben ja in der Gilde ein paar ja, Runs gemacht. Feuer und Eis waren halt. Und ja, da habe ich mich halt dazu entschieden, PvM-Gürtel zu machen. Da ist es ein bisschen leichter, seine Abversuche zu bekommen. Und ich habe jetzt hier 20 blaue Riemen bekommen. Die droppt man halt bei den ja, bei den Feuermobs und Eismobs da. Und ah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, das wird jetzt nicht der letzte Versuch sein, wenn es nicht klappt. Wir haben ja wirklich machen ja ein paar Runs und so und blauen Riemen droppen halt relativ gut. Man muss halt nur gucken, dass die Leute, die im PvM-Gürtel wollen, halt auch immer, ne, in der Reihenfolge sind, etc. Und ich würde sagen, wir machen es einfach mal. 3, 2, 1. Es wird fehlschlagen. Es wird fehlschlagen, ich sag's einfach. 3, 2, 1. LOL! LOL! Nice! Ey, beim ersten Abversuch, ich wette, mich werden jetzt so viele Leute hassen. Ja gut. Was soll ich mich beschweren? Also, ja, doch. Das gefällt mir. Der PvM-Gürtel wird später auf Vasopilami kommen. Ja, nice. Also, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber, Leute, ich glaube, ich werde noch mal einen versuchen. Aber müssen wir dann halt mal gucken, ne? Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt hier noch irgendwas dranhängen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich nehme das gerade vor auf. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Wo ist denn der Knopf hier? Da. So, und da bin ich wieder. Für mich ist es zwar der nächste Tag, aber für euch die nächsten Sekunden. Ja, ich habe mir gedacht, machst du eine ereignisreiche Folge draus. Und zwar fünffach Def-Ewis. 10 Pfeil, 10 Schwert, 6 Gold. Ja, gut. Ja, gut. Nee. Machst du eine ereignisreiche Folge und machst hier nochmal 45 Truhen der Dunkelheit auf. Ich hoffe zumindest, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Ich hätte ganz gerne Schmuck. Schmuck wäre schon echt geil. Und zwar nicht hier irgendwie Himmelstränen oder so, sondern Granatarmband, Rubinarmband, sowas in der Art. Das wäre geil. Und wir fangen mal an. Rote Pots. Erfahrung. Nachtschattenpanzer. HTOs. Magie. Nachtschattenpanzer. Smaragdhalskette, da haben wir doch den erste Teil. Pots. Erfahrung. Oh, wir haben. Oh. Schon 67%. Ich schätze mal. Ja, so Level 40 hatten wir ja gesagt, wollen wir auf jeden Fall machen. Das werden wir demnächst auf jeden Fall hinbekommen. Habicht, Krallen, 6 DSS, naja. Pots.
Nachtschattenpanzer. Warum kriegst du da so viele Nachtschattenpanzer raus? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 75%. Das geht dir hier rund, geht das. HTK, SPP, Himmelstrennarmband plus 7, Drachenmesser, Pots. Ey, so viele Pots. SPP. Oh. Turmalin, Armband. Okay. Auf jeden Fall Abwehrchance gegen Lykaner. Ah, da braucht jemand die Pots. Ja, komm dann. Dann gönn dir. Nimm ruhig alles. Ich brauch die nicht. Du kannst sie brauchen. Dann ist alles okay. Schon wieder abgehauen, aber vielleicht kommt die ja nochmal. Ja, zur Abwechslung mal Nachtschattenpanzer. Und ein SSP. Naja. Ja, ist ganz okay. Eine Kette stark gegen Sura und ein Armband Abwehrchance gegen Lykaner. Das ist ganz okay. Ich werde jetzt hier noch ein paar. Ah, hier nochmal Pots, bitteschön. Werde jetzt hier noch Energiesplitter draus machen oder. Ja, plus 6 kann man mal behalten für die T. Aber hier plus 3, plus 4, das werden alles Energiesplitter. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Was war das für eine Folge? Echt, wir haben PVM-Gürtel gemacht für Vasopilami, wenn der fertig ist. Haben jetzt stark gegen Sura-Halskette, Abwehrchance gegen Lykaner. Also davon werde ich wieder ein bisschen was sammeln und dann in einem Part dann versuchen hochzuappen. Beim Schmied, beim Gildenschmied. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Video oder wie hat euch das Video gefallen? Ah, der Matze. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Da habe ich zum Beispiel auf Facebook ein Bild geteilt und da schon mal die Leute ein bisschen neugierig gemacht, ob der Gürtel klappt oder nicht. Könnt ihr euch ja das mal angucken. Und ja. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.